So, hallo. Also zum ersten Mal freut es mich, dass ich in den letzten Videos so viele Kommentare bekommen habe und auch so viele positive. Es freut mich einfach, dass das, was ich euch hier erzähle, dass das wohl auf Interesse stößt. Und ich möchte auch jetzt in diesem Video gleich mal ein Thema aufgreifen, das von euch vorgeschlagen würde, und zwar das Thema Notfütterung. Also jeder kennt es mal, man hat immer Bienenvölker, die extrem leicht sind jetzt im Frühjahr. Warum auch immer, das kann ja verschiedene Gründe haben. Sind sie ausgeraubt worden, habe ich nicht richtig gefüttert, habe ich mich wie auch immer verschätzt. Das will ich jetzt hier nicht behandeln. Also faktisch einfach, es gibt diese Bienenvölker. Was kann ich jetzt machen? Also im Prinzip gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich füttere die von unten. Also ich nehme eine flache Schale. Ich habe hier in meinem Betrieb mir auch Vorrat mal gekauft aus dem Partyzubehör, so Grillpfannen aus Alu. Die habe ich immer liegen. Ich habe die noch nie benutzt, weil ich noch nie diese Situation hatte, dass ich wirklich von unten füttern muss. Und dann stelle ich die unten in den Boden rein, mache eine Schwimmhilfe rein und tue da 1-2 Liter Zuckerwasser rein. Also relativ flüssig, 1:1 oder irgendwie sowas, ne? Und dann können die Bienen das von unten abnehmen. Also direkt unter die Bienentraube stellen einfach. Das Ganze ist relativ einfach, kann ich mehrmals wiederholen. Hat aber im Wesentlichen zwei große Nachteile. Wie gesagt, ich muss es öfters wiederholen. Und das andere ist natürlich auch, dass wenn das Wetter besser wird, die Bienen fangen fliegen an, dann habe ich ja auch eine Räuberei-Gefahr. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich es entdecke, ist, ich kann Zuckerteig von oben geben. Also ich den Zuckerteig gibt es ja fertig gekauft, fertig zum Kaufen auch von verschiedenen Herstellern. Packt es auf einer Seite auf, also nehme auch keine 15 Kilo, sondern ich habe das schon gemacht, dass ich eben, es gibt es in 2,5 Kilo Portionen, dass ich da vier Teile draus geschnitten habe oder zwei Teile und dann lege ich das oben auf die Wintertraube. Braucht natürlich länger, also ist jetzt nichts für eine absolute Notfütterung, sondern ist dann eher sowas wie, ich erkenne, oh, es wird knapp und das Wetter wird warm. Und die Bienen werden aktiv und können dann auch bei wärmerem Wetter was abnehmen, dann mache ich diese Variante. Wenn ich jetzt sehe, oh, ich muss möglichst schnell was machen, dann habe ich zum einen ganz klar das von unten, was ich als erstes beschrieben habe. Dann kann ich aber auch noch, gibt es auch fertig zu kaufen, ja, diese 2,5 Kilo Beutel sind es, glaube ich, Flüssigfutter. Da mache ich mit einer Nadel unten 20, 30, 40 Löcher rein, je nach Bienenvollgröße, dann lege ich die auch oben auf die Bienentraube. Da hängen ja an diesen Löchern dann immer Tropfen dran, die die Bienen dann auch abnehmen können. Das funktioniert eigentlich auch ganz schön. Es läuft ja nicht aus, weil es kommt ja keine Luft rein, ne? Das ist eine schöne Variante. Eine andere Möglichkeit, was ja auch noch geht, ist, ich nehme Honig. Also da nehme ich nur den eigenen Honig, ganz klar, wegen amerikanischer Faulbrutproblematik, dass da eben keine Sporen drin sind. Da nehme ich persönlich cremigen Honig und mache den auch oben rein. Da mache ich aber auch nicht viel rein, das ist für mich auch nur ein Provisorium, weil hier habe ich halt das Problem, dass wenn es dann warm wird, fängt der Honig an zu fließen und läuft dann nach unten. Also das ist wirklich was, wo ich sage, okay, das dient für mich so 2, 3, 4 Tage zum Überbrücken, weil ich dann mit einer anderen Methode fütter, die ich jetzt gerade nicht da habe oder was auch immer. Da ist es eigentlich, oder ich mache es dann nochmal. Ich kann dann auch irgendwann, wenn die Bienen aktiver sind, wenn es tagsüber wieder richtig warm wird, dann kann ich natürlich auch kristallisierten Honig nehmen, dann fliegen die, dann bringen die Wasser, dann funktioniert das auch. Der läuft dann auch nicht nach unten. Ja, das ist eigentlich so, sind so meine Ideen, die ich in der Schublade habe, was ich auch alles schon mal gemacht habe.
da kann man jetzt nicht sagen, es funktioniert immer das und das. Man muss da einfach ein bisschen auch ausprobieren. Ich meine, klar, dieses flüssigen Fertigbeutel von oben, das ist eigentlich eine einfache, aber auch eine relativ teure Variante, die eigentlich immer funktioniert. Ich persönlich bin eher so ein Freund von diesem Futterteig. Den kann man ja auch selber machen. Zum Beispiel, wenn man das in Bioqualität braucht. Es ist halt nicht eine sofortige Notfütterung, sondern es ist halt wirklich eine Fütterung, wo ich jetzt erkenne, oh, es wird langsam knapp, ich bereite schon mal was vor. Alternativ kann ich da natürlich auch Futterwaben zuhängen, wenn ich welche habe. Also das ist natürlich unbenommen. Oder was ich jetzt heute gemacht habe bei ein paar Bienenvölker, wir haben gerade so jetzt vielleicht minus 2 Grad hier am Tag, Sonnenschein natürlich, da ist wärmer. Heute Nacht hatten wir minus 6 Grad und so soll es auch noch ein paar Tage bleiben. Und da habe ich jetzt zwei Bienenvölker entdeckt, die ein bisschen wirklich Futterabriss haben. Da sitzt die Bienentraube vorne, dann ist drumherum kein Futter mehr, sondern erst auf einer anderen Wabe, wo ich so ein bisschen die Befürchtung habe, da kommen die nicht mehr hin. Und dann habe ich das, man sieht es hier am Stockmeißel, dann nehme ich einfach aus einer Futterwabe, die an der Seite ist, da steche ich von oben rein, habe dann hier so einen Batzen Wachs-Futtergemisch, das ist ja relativ zäh ist bei dieser Kälte, und schmiere das oben auf die Bienentraube direkt drauf. Ja, da kommen die dann auch, kann man sofort zugucken, da kommen die dann auch sofort angelaufen und nehmen das Futter auf, sodass ich einfach sicher bin, dass, meine, wir werden jetzt keine 2 Wochen Frost mehr haben, aber dass ich einfach dann eine Sicherheit habe, okay, die haben jetzt noch genug Futter für die 3, 4, 5, 6, 7 Tage, bis die wieder durch die Wärme mobiler in ihrer Beute werden und auch wieder einen Futteranschluss bekommen und auch wieder Futter dann vom Randbereich vielleicht direkt in die Brutnestnähe tragen. Das Ganze wird jetzt natürlich, passt das Video oder dieses Thema, das ihr vorgeschlagen habt, passt super in diese Zeit. Es wird jetzt wirklich interessant. Also ich habe jetzt nochmal Bienenvölker auch gewogen. Da habe ich jetzt 5 Stück habe ich gewogen. Ich meine, das ist nicht viel, das ist jetzt nicht unbedingt eine repräsentative Nummer. Aber eigentlich alle haben zwischen 3 und 4 Kilo im Januar Futter verbraucht. Oder sagen wir von Mitte Januar bis jetzt Mitte Februar. Und das ist eigentlich unheimlich viel. Also die brüten auch schon unheimlich viel, manche. Ich habe jetzt, wie gesagt, heute auch gerade welche gesehen. Durch Zufall allerdings nur war das ein Bienenvolk, das ich durch die Waben auseinandergenommen habe, weil ich gesehen habe, oh, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Da habe ich gesehen, da war noch keine Brut da. Weiß ich aber jetzt auch nicht, ob die Königin da ist. Das kann natürlich auch sein, dass das Volk so einen Schaden hat. Da habe ich dann natürlich bei der Kälte auch nicht weiter rumgemacht, sondern habe die zusammengeschoben, habe aber gesehen, da ist jetzt keine verdeckelte Brut. Nach Stiften habe ich nicht geschaut. Aber wie gesagt, das kann auch wirklich daran liegen, weil mir das Volk so aufgefallen ist, dass da eben mit der Königin auch ein Problem ist. Ja, im Prinzip ist das zum Thema Fütterung, Notfütterung, was ich zu sagen habe. Vielleicht noch was zum Thema Reizfütterung. Also Reizfütterung im Frühjahr, da gibt es ja starke Meinungen, dass das nichts bringt. Das war bisher auch so ein bisschen für mich glaubhaft, daran habe ich mich auch gehalten. Ich habe jetzt allerdings in den Berufsimkertagen in Donaueschingen, war von der Imkerei Stöckmann ein Vortrag. Die haben, also Stöckmann, wer es nicht kennt, ist ja ein sehr großer deutscher Erwerbsimkerbetrieb mit, weiß ich nicht, 1000 oder mehr Bienenvölker. Und der hat eine Meisterarbeit mitbetreut, in dem es um das Thema Reizfütterung ging. Und da waren jetzt wohl erste Anzeichen, dass man da unter gewissen Umständen was erreichen kann. Wie jetzt die Umstände sind, hat er selber gesagt, das ist alles nochmal 10-mal zu hinterfragen und überhaupt noch nicht sicher. Also ich habe es noch nie gemacht, eine Reizfütterung probiert,
habe damit eigentlich auch keine Erfahrungen. Muss aber auch sagen, dass wir ja oft auch schon immer früher kommen im Frühjahr. Ich meine, jetzt im Februar zu füttern, unheimlich schwierig bei der Kälte, ne, das da irgendwas zu reizen. Ich meine, dann wäre es interessant im März. Aber sagen wir mal so, in vielen Jahren oder in der Vergangenheit oder vielleicht auch, wie es dieses Jahr läuft, die erste Märzhälfte ist oft noch kalt, also zu kalt, dass da Futter abgenommen wird, behaupte ich. Und dann sind wir schon beinahe bei der Rapsblüte. Ja, wenn ich dann anfange noch mit Reizfüttern und wenn die Reizfütterung ein positives Ergebnis auf den Bruteinschlag hätte, dann habe ich diese 3 Wochen ja gar nicht mehr bis zur Rapsblüte, dass ich da an dem Bienenvolk nennenswert was ändert. Klar, wenn ich dann 2-mal Rapsblüte, also noch in den späten Raps wandere oder was auch immer mache, dann mag das wieder einen Sinn machen. Also ihr merkt selber, das kommt immer auf so viele Begleitumstände an, ob man darüber nachdenkt. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin durch diesen Vortrag da ein bisschen aufmerksam geworden auf dieses Thema und werde das sicher beobachten. Und dann denke ich auch mal das eine oder andere probieren. Aber bisher habe ich, wie gesagt, zu dem Reizfütterung noch keine Erfahrungen. Ja, also das war es jetzt an dieser Stelle auch. Nochmal auf jeden Fall Fragen gerne in die Kommentare und abonniert auch wirklich gerne meinen Kanal. Mich freut es, wie die Abonnentenzahlen nach oben steigen. Ich versuche euch hier ja auch wirklich meine Erfahrung, mein Praxiswissen aus meinem Betrieb rüberzubringen. Wenn ihr Fragen habt, wenn euch ein Thema interessiert, über das ich was erzählen soll, schreibt es mir gerne einfach in die Kommentare. Ich gucke, dass ich das dann alles aufgreife. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück und hoffe, dass ihr keine Notfütterung machen müsst, dass eure Bienen gut überleben. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich nächste Woche wieder. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss, ade.